Live. Videokrone 2014. Nominiert sind Michael. Was geht im Netz? White Titty, Ape Crime, Joyce Ilk, die Lochis und das größte Lochi, das jetzt mit uns spricht, ebenfalls nominiert für die Videokrone. Ja, es ist der verlorene Sohn von 1Live, das Enfant terrible des deutschen Internets, der Liebling des Feuilletons, der digitale Pausenclown. Es ist Jan Böhmermann, du bist auch nominiert. Glückwunsch, das ist doch eine große Ehre auch für dich, oder? Ach so, ja, für mich fühlt es sich auch an wie eine große Ehre, aber ich bin ja mittlerweile 43 und dann gegen so viele 19-Jährige anzutreten, ist natürlich, was macht man denn da? Also außer mit unfairen Mitteln kämpfen. Also alle anderen sind scheiße, bitte nicht für die wählen. Gut, das unfaire Mittel heißt bei dir Neo Magazin. Ich bin ein großer Fan, das weißt du. Für die drei, die es noch nicht gesehen haben, was sich natürlich jetzt mit der Nominierung ändern wird. Deine Show in einem Satz. Ein Typ sitzt da und macht Quatsch und zufällig sind drei Kameras mit anwesend. Und gelegentlich wird's leicht gesetzeswidrig. Eigentlich ist ja das Neo Magazin eine Fernsehsendung bei einem, eigentlich Fernsehsender, ZDF Neo, aber... aber dem YouTube-Channel unter den Fernsehsendern. Genau, aber das richtig Geile ist ja, dass das Neo Magazin von Anfang an im Netz total steil geht. Wie viele gucken so im Schnitt eine Folge? Das ist ganz unterschiedlich. Also je nach Wochenlage sind wir immer also zwischen 200.000, 300.000 irgendwie sowas, schätze ich jetzt mal. Kann auch sein, dass nur 10 sind. Nee, es ist also ungefähr so. Und wir haben vor einem Jahr, als wir angefangen haben, am Anfang tatsächlich mehr Leute im Netz gehabt als im Fernsehen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen ausgeglichen, zum Glück. Also wir sind jetzt ungefähr auf beiden Medien gleich stark. Und ich meine, anzutreten als einzige Fernsehsendung unter YouTube-Channels und YouTube-Stars, bin mal gespannt, wie mich das verändern wird. Einen potenziellen Konkurrenten hast du schon ausgeschaltet, und zwar Sami Slimani, total erfolgreicher Modeblogger. Wer es nicht mitbekommen hat, was hast du mit ihm gemacht? Du, ich habe eine Konfettikanone auf ihm anlässlich des Kölner Karnevals geschossen. Einfach nur, weil ich das toll finde, dass man, 45 Jahre Emanzipation vom Kapitalismus darauf reduziert, dass man sich mit lackierten Zähnen vor eine Webcam setzt und eine Rossmann-Tüte auspackt und das halt Millionen 14-Jährige geil finden. Und ich fand das so begrüßenswert, dass ich gedacht habe, diesen Typen müsste man mit Konfetti überhäufen. Also ist ungefähr sowas. Er hat dann dagegen Einspruch erhoben, was ich sehr schade finde, und hat das YouTube-Video sperren lassen. Und wir haben jetzt ohne Scheiß, der ZDF Neo YouTube-Channel hat jetzt einen Strike. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, aber es klingt gut. Aber du machst ja als Haul Hitler das Gleiche, ne? Du verkaufst ja Hautcremes, Armbinden und Rasierer auf YouTube. Ja, naja, gut, aber in so einem Hitler-Kontext geht das eigentlich immer. Da kann man echt nichts gegen sagen. Hitler ist wie Eis, geht immer. Also du als Hitler und du mit einer Pumpgun hinter einem Modeblogger, macht das ZDF das alles mit? Das weiß ich nicht genau. Zum Glück sieht im ZDF keiner die Sendung. Aber wenn die rausbekommen, was wir da machen, kann es sein, dass wir schneller abgesetzt werden, als wir heute Show sagen können. Ihr könnt mitmachen. Ihr müsst einfach klicken auf 1live.de. 1live. Krone 2014. Jetzt voten und exklusive Tickets für Deutschlands größten Radio-Award gewinnen. Alle Infos im Netz. 1live.de.